Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Oh, im letzten Part haben wir leider nicht so viel geschafft. Wir konnten unser neues Visier mal ausprobieren, ja, und haben einen Missile Container entdeckt. Das war's allerdings leider auch schon. Bleib bloß, wo du bist. Hier eigentlich? Kann man da irgendwie was nachgelegen? Also nicht wirklich was. Das ist das Gleiche. Wollen wir mal wieder retour? Jetzt. Hallo? Machst du mal auf da? Geht doch. Wir haben jetzt quasi durch den Rebel Beam nochmal zwei weitere Möglichkeiten, wo wir auf jeden Fall hingehen können. Das ist einmal in den Ruinen der Chozos. Da hatten wir eine schöne kleine Ecke gefunden, wo wir auf jeden Fall den Grapple Beam brauchen. Und dann nochmal in den Höhlen von Markmoor. Wo diese komischen, ja, oh, du wirst jetzt mal geschockt. Oh, das frisst ordentlich Missiles, also ist nicht zu unterschätzen. Und aha, für den Endboss brauchen wir auf jeden Fall viele Missiles, das weiß ich. Ja, wo diese komischen Viecher waren, die sich als die wir immer als Plattform verwenden. War ja auch noch mal was. Da war, glaube ich, nichts mehr. Warum sich die Türen nicht einfach zwischendurch mal öffnen, weiß ich nicht. Wenn ich zumindest mal reingucken kann. Genau, hier war irgendein Upgrade oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Naja, na gut, dann wollen wir mal zurück in die Höhlen von Magmoor. Also hier, du hast kein Gas mehr. Komm schon. Ach, Samus. Ach, schon wieder. Jetzt kommen wir mal. Geht doch. Oh, hier müssen wir dann jetzt, um schnell abzukürzen, einfach nur nach unten und dann. Nein, ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Tschüss. Nö, ich habe keine Lust auf euch. Macht die Tür auf. Komm. Was ich auch lustig finde, ist, wenn wir hier lang gehen, dann kommt keiner. Aber wenn wir von hier aus da reinkommen, dann fallen da immer zwei raus. Naja, muss man nicht verstehen. Ach komm. Ja, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Macht mir mal wieder ein bisschen einfacher. Ey! Anvisiert lassen. Ach, Samus. Ah, wenigstens hat der Timing gestimmt. Kommen wir hier auch ohne wieder hoch. Sehr schön. Hier sind wir jetzt wieder. Da müssen wir wieder eine Etage höher. Oder auch nicht. Habe jetzt ehrlich gedacht. Gesagt, gedacht. Ja, wir müssen andersrum. Naja, halb so wild. Wir haben ja jetzt den Gravel Beam. Oder Grapple Beam oder wie auch immer. Kommen wir hier schnell wieder durch. Einmal Retour, wie wir gekommen sind. Ach,
schon. Und hier sind wir und wir sind auch. Mach dich mal vom Acker, du bist der Nächste. Tschüss. Ist noch einer in Reichweite gerade? Nein. Was ist das denn? So, darüber können wir auch den Kran ausrichten. Ja gut, das wusste ich ja nicht. Hätte vermutlich auch nicht viel gebracht. Wir ändern direkt die Richtung mal wieder. Weil wir brauchen ihn ja hier nicht mehr. Ja, quasi wirklich nur noch, um von A nach B zu kommen. Falscher Beam. Komm schon. War ich mal ein bisschen kompliziert mit dem C-Stick. So, der führt uns. Ich noch gar nicht gesklinkert. Südliche Teil der Talon-Oberwelt. Ja, dann wollen wir doch da mal hin. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen und dann müssen wir einmal in die Höhlen von Magmor und dann noch in die Ruinen der Schoso. Das dürfte allerdings alles kein Problem sein für uns. Jetzt sind zumindest die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Ach, hier sind wir wieder. Ja. Hohe Strahlung gemessen. Ja, weswegen hast du denn jetzt wieder hohe Strahlung gemessen? Wegen gerade eben, oder was? Was ist denn da unten? So, das ist ja wieder. Ja, da wollen wir ja nicht hin. Schoso-Ruinen. Phasenmin, ja, dann gehen wir doch mal zu den Schoso-Ruinen. Da wollten wir ja sowieso hin. Gehen wir von da aus danach direkt in die Höhlen von Magmor. Ah, dass die Drecksdinger immer treffen müssen. Ne, was mache ich denn da? Zielsuchenden Dingern, ey. Wollte gerade sagen, habe ich das noch nicht gescannt? Tatsächlich habe ich die Pflanze noch nicht. Na gut. Höhlenblume. Schleudert giftige Stacheln von sich. Reagiert empfindlich auf eigenes Gift, auf eigene Giftstoffe. Am Stamm dieser mächtigen Blütenpflanze befindet sich drei mundähnliche Ausformungen, die über niedrigen wickelt Hirn, niedrig entwickelte Hirnmasse verfügen. Jede dieser Öffnungen kann in einem Radius von bis zu 5 Metern feindliche Organismen mit giftigen Dämpfen angreifen. Die Blüten der Höhlenbäume stößt Explosivsporen aus, um diese Organismen zu töten. Ja, aber wir sehen ja gerade. Das hilft nicht wirklich weit. Ne. Bringt sich ja höchstens selber damit immer um. Warum schafft man das hier nicht? Ne. Wundert mich auch so ein bisschen, dass man hier nicht so wirklich. Ich würde gerne mal versuchen, da hochzukommen irgendwie. Von hier ist. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Weiß nicht, vielleicht ist hier ja irgendwas.
Da oben. Einmal Visier wechseln. Weiß nicht, ohne komme ich besser zurecht. Jetzt komme ich da nicht hoch, ey. Dann machen wir das halt so. Zack. Auch mal kurz gucken, was sich hier befindet. Nochmal eine Missile. Nochmal ein Missile-Container. Hat sich doch dann zumindest gelohnt, mal nachzugucken. So. Und dann wollten wir zum Transporter zur Schussruine. Und hinter mir befindet sich dieser. Ja, jetzt wollte ich eigentlich mal... Ja, die haben wir gescannt. Ich scheine immer irgendwie was zu vergessen, was... Ja, nicht gerade so schön ist. Aber... Das sollten wir schon wieder hinkriegen. Ruinen der Schoso. Wo sind wir denn hier überhaupt rausgekommen? Hier wieder. Transport, Icebeam. Ach, das wird jetzt ein Laufweg. Geradeaus, dann links. Na gut. Hier können wir eigentlich noch nichts machen. Hier fehlt uns immer noch der Beam. Lass mal Beam, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt sind wir hier wieder. Ich nach links. Das hat Katapult. Oh, mach bitte auf. Komm, geh durch, Samus. So. Komm schon. Ich möchte mich mit euch nicht beschäftigen. Tut mir leid. Mach auf da, ey. Ich weiß nicht, was das immer soll. Liegt er an der Gamecube oder was, dass sich die Türen manchmal nicht so schnell öffnen? Ach komm. Genau mittig durch. Ach komm, ey. Also, du willst mich gerade nutzen, oder? Kann das? Ja, so ein bisschen. Jetzt hängt die auch noch fester. So. Ja, komm. Halb so wild. Einmal schnell ausweichen. So, jetzt sind wir hier. Müssen wir noch einmal geradeaus. Gut. Einmal runter. Wait. Ach ja, das Wasser ist ja mittlerweile sauber. Hehe. Hier durch. Dann kommen wir jetzt wieder zu den schönen Shoso-Geistern. Ihr geht mir so weit von auf den Keks. Nein. Nein, ich will nicht mit euch spielen. Nein, habe ich gar keine Lust zu. Komm, mach auf da. Dankeschön. Wenn es einen Gegner gibt, den ich auf den Tod nicht ausstehen kann, dann sitzt die Shoso-Geister. Hier lang. Ich glaube, bis jetzt haben wir auch soweit eigentlich alle Upgrades, die wir finden konnten.
jetzt heißt es fröhliches Grabbeln. Oder so ähnlich. Ah, da können wir doch direkt mal. Aha. Ich vermute mal wieder. Ja. Richtig gedacht. Schon wieder eine Powerbombe mehr. Sind wir direkt so verdächtig aus. Jetzt dürfen wir eigentlich 6 tragen. Und noch eine Inschrift der Chose. Choso-Inschrift entziffert. Unsere Tempel vermag. Unser Tempel vermag der Vergiftung von Talon 4 Einhalt zu gebieten. Doch es ist nur für unsere Augen bestimmt zu sehen, ob dieses Böse jemals wahrhaftig ausgelöscht werden kann. Die Zukunft erscheint uns vernebelt, eine Welt in Schleier gehüllt, in der dunkle Erscheinungen zwischen den Schatten auftauchen. In dieser fremden Welt zeichnet sich eine vage Figur ab. Schemenhaft und kaum zu erkennen. Sie ist menschlicher Natur. Eine einsame Lichtgestalt, die durch den Giftnebel hindurch scheint. Wir Choso wissen nichts von ihr, doch unsere Herzen gewinnen Zuversicht angesichts dieses hoffnungsvollen Lichtes. Unsere Zuversicht manifestiert sich in unserem Schrein. Dort werden wir sein, wenn der Lichtschein über das Land erstreckt. Also manche Worte manifestiert Lichterscheinungen. Ja, muss man dafür Professor sein oder? Ah, je. Na, ihr über. Ihr lasst euch wieder nur hier mit treffen, ne? Komm schon, ihr kleinen Fraggles. Ja, genau vor mir. Nix da. Ah. Die auch immer kurzzeitig den Anzug stören müssen. Weg mit dir. Ja, gleich beide. Echt, manchmal schießen die schneller, als ich sie ins Visier krieg. Bitte was? Endlich. Dankeschön. Okay. Da ist ein Energietank. Aber wie ich da rankomme, kann ich nur vermuten. Auf jeden Fall muss ich hier schon mal hin. Ein Fahrstuhl und ein Schienensystem. Ja. Und auch wieder mit Zeit. Also werde ich vermutlich zum Energietank kommen. Ja.
Energietank erhalten. Schön. Also hier bin ich, glaube ich, noch nie gewesen in meinem privaten Playthrough. Ah, die andere Seite muss ich vermutlich. Es scheint wirklich nur, um dann da durchzukommen. Wollen wir mal jetzt die andere Seite. So. Habe ich mir fast gedacht. Ach, komm schon. Einmal wieder rein, bitte, Samus. Dankeschön. Ja. Ist okay. Einer ist ein Fahrstuhl, der andere ist eine Quetsche. Eine Presse, Entschuldigung. Habe ich den jetzt auf. Ah! Habe ich den jetzt auf. Ups, ups. Na, machst du mal bitte auf hier? Hallo? Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, hier. Und dürfte noch eine Rakete geben, oder? Ja, komm, komm und tap. So, 120 haben wir schon. Oh, als nächstes möchte ich gerne wieder zu den Höhlen von Magmor. Da muss ich da lang. Können wir ein bisschen abkürzen hier? Tatsache, können wir. Schön. Muss ich da eigentlich mal ausprobieren, ob ich nicht eventuell hier abzukürzen, und wäre mir eigentlich lieber. Ne, das schaffe ich nicht. Aus welchem Grund auch immer, da komme ich nicht hoch. Komme ich nicht hier irgendwie eine Kante oder so? Ne. Lassen wir mal. Gehen wir mal lieber den offensichtlichen Weg. Das ist schneller, als da weiter unser Glück zu versuchen. Autsch. Autsch. Nee, mit dem möchte ich nicht spielen. Lass mich mal hier durch. Ach, wie ich an einigen Stellen einfach nur so durchrushen kann. Schön. Energie wäre nicht nett, wäre echt nett. Wären wir jetzt auch gleich schon beim Fahrstuhl. Ach, Mann. Lass mich bitte da durch. Bitte was? Komm, lass mich hier raus. Kann man das hier eigentlich kaputt machen? Ja. Falls man doch mal von der anderen Seite kommen sollte. Verstehe ich gar nicht. Wieso sollte man von der anderen Seite kommen? Oh. Da bin ich doch schon. Da bin ich doch schon da, wo ich hin wollte. Obwohl, wir könnten auch noch mal. Was soll hier sein? Ja, okay, wenn wir hier nochmal stehen müssten. Hier scheint jetzt verschlossen zu sein. Durch ein Messer? Also müssen wir eventuell früher oder später nochmal dahin? Ich frage mich, was da sein soll.
Oder haben wir ja nur den Anzug hergekriegt? Und ich sehe gerade, dass ich extrem überzogen habe, Leute. Ja, okay, dann warten wir noch kurz die Fahrstuhlfahrt ab und dann werde ich sagen, bis zum nächsten Mal und hat mich gefreut, euch wieder dabei zu haben bei Metroid Prime. Wir sehen uns im nächsten Part und ciao!